Geht's besser? Das ist wirklich normal so bei einer Chemo? Ja, jeder Mensch reagiert anders, aber Frau Konopka sagt, das gehört zu den üblichen Nebenwirkungen. Aber da muss man doch irgendwas gegen tun können. Ich bekomme Medikamente. Aber es gibt auch ein viel besseres Gegenmittel, und zwar Ablenkung. Also Emma, erzähl mir doch mal, was es Neues in deinem Leben gibt. Hm? Ach du, da gibt's nicht viel Spannendes zu erzählen. Ach komm schon. Was machst du, wenn du nicht im Fürstenhof bist oder dich liebreizend um mich kümmerst? Hm? Dann hocke ich in meiner Stube und nähe. Mhm. Was denn? Ich entwerfe gerade ein paar Dirndl. Das kannst du. Mhm. Und du, es macht richtig Spaß, mit schönen Stoffen zu arbeiten. Da fühlt sich jeder anders an und jeder fällt ganz anders. Und du, es gibt so viele Möglichkeiten, wie man Farben und verschiedene Stoffarten miteinander kombinieren kann. Ich kriege richtig Kribbeln in den Fingern, wenn ich was entwerfen kann. Ja, und jedes Dirndl muss natürlich was ganz Eigenes haben, was Spezielles. Nicht so wie die, die man von der Stange kaufen kann. Weißt du was? Ich glaube, du hast den Beruf gefunden, der ganz und gar zu dir passt. Das ist aber nur ein Hobby. Leben kann ich davon nicht. Ja, was kann noch mehr daraus werden? Allerdings würde dann der Fürstenhof sein bestes Zimmermädchen verlieren. Du, sag mal, wann kann man denn deine Kreation bewundern? Du, vielleicht schon sehr bald. Und zwar auf der Modenschau vom Fürstenhof. Ich habe Felix gefragt, ob ich da mitmachen darf. Oh, da muss ich aber ganz schnell wieder fit werden. Das darf ich nicht verpassen. Und du musst mir die Daumen drücken, dass das klappt. Und selbst wenn, ist immer noch nicht sicher, ob da noch wirklich jemand eins meiner Dirndl kauft. Ach komm, jetzt sei nicht so bescheiden. Du musst an dich glauben. Also, ich hätte gerne eins. Ach ja? Mhm. Weißt du was? Dann schneide ich dir eins. Also, sobald der Stress mit der Modenschau vorbei ist. Nein, das ist viel zu viel Arbeit, wirklich. Oh, keine Widerrede. Du sagst mir jetzt nur, welche Farbe. Hellblau mit lila oder grün. Gut, und dekoltiert oder hochgeschlossen? Das entscheidest du. Du weißt schließlich am besten, was zu mir passt. Dann gibt es einen wunderschönen Rundweg um den See und einen zur Kapelle. Also dann wünsche ich Ihnen viel Spaß. Dank. Danke. Ich habe gehört, was passiert ist. Wie geht's dir? Ben, ich habe eine Frage. Dieser Gentest, den du hast machen lassen. Was ist mit dem? Der war negativ, hast du gesagt. Ist das die Wahrheit oder hast du mich angelogen? Warum sollte ich das denn tun? Das frage ich dich. Wenn du meine Mutter wärst, darüber würde ich mich doch freuen. Ich hätte es dir sofort erzählt. Und warum behauptet Werner dann, ich sei Barbara von Heidenberg? Keine Ahnung. Er war sich so sicher. Hier stimmt irgendwas nicht. Vielleicht hat er nur etwas falsch verstanden. Oder vielleicht hast du ihn falsch verstanden. Er war so aufgebracht, so habe ich ihn noch nie erlebt. Und dann hat er diese Herzattacke. Was soll ich denn da bitte falsch verstanden haben? Ben, bei unserer Freundschaft und bei allem, was uns heilig ist, bin ich deine Mutter? Nein. Leider nicht. Also das sind die Entwürfe meiner ersten Dirndl und das hier sind die Fotos von den zwei Dirndln, die ich schon fertiggestellt habe. Hm? Du, es tut mir leid, dass ich dich damit jetzt in deiner Mittagspause belästige. Das macht nichts, jetzt habe ich wenigstens Zeit. Also ich muss schon sagen, ich bin kein Profi, aber das sieht sehr professionell aus. Danke. Nur du weißt, ich bin nicht derjenige, der entscheidet, was bei der Modenschau gezeigt wird und was nicht. Du meinst, Herr Pachmeier hat was dagegen? Nein, der Pachmeier ist damit einverstanden, dass du deine Kreationen vorführst. Das heißt, es kommt darauf an, was Frau Palanti sagt. Sag mal, willst du auch was trinken? Ja, gern. Limonade oder bist du... Wasser. Okay. Danke. Dann kann ich es vergessen, jemals auf der Modenschau mitzumachen. Nach der Vorgeschichte mit ihr. Also wenn Palanti was dagegen hat, dann nur deswegen, weil sie Angst davor hat, dass du ihr Konkurrenz machen könntest.
Danke. Aber lass mich mal machen. Wirklich sehr schön. Sehr, sehr schön. Victoria möchte auch, dass ich ihr eins schneidere. Also ich habe ihr gesagt, dass ich ihr ein besonders schönes nähen werde, wenn ich den ganzen Stress mit dem Modenschau-Kram unter Dach und Fach habe. Du weißt, dass du in den letzten Wochen ein ganz wichtiger Mensch in Victorias Leben geworden bist, oder? Ich mag sie halt gern. Sie ist so ein warmer und herzlicher, lieber Mensch. Sie dich auch. Sie mag dich sehr gern. Wie geht es ihm? Sie waren doch bei ihm. Es geht ihm besser. Wir haben noch mal Glück im Unglück gehabt. Es war tatsächlich nur eine leichte Herzattacke. Unkraut vergeht eben nicht. Gott sei Dank. Entschuldigung für mein Verhalten im Krankenhauspark. Es tut mir leid, dass ich Sie so angefahren habe. Ja, schon gut. In gewisser Weise bin ich ja auch schuld an seiner Attacke. Wir sollten mal über alles reden, finden Sie nicht? Sie wissen irgendetwas, was ich nicht weiß. Das spüre ich ganz genau. Sie haben recht. Es ist höchste Zeit, dass Sie die Wahrheit erfahren. Sie sind nicht Sylvia Wielander. Das ist also wahr? Dieser Gentest, dieser Zahnabdruck, das... Alles gefälscht. Sie sind Barbara von Heidenberg. Na Simon, ist was mit Victoria? Nein, nein, nein. Es geht ihr den Umständen entsprechend. Setz dich doch. Ich bin aber trotzdem wegen ihr hier. Es fällt mir nicht ganz leicht. Es geht um meine Gefühle für sie, also vielmehr um die, die ich nicht habe, sondern ihr nur vorspiele, du weißt ja. Ja, aber wenn dir das wirklich so schwer fällt, dann... Das ist es ja gerade, es fällt mir leicht. Viel leichter, als ich gedacht hatte. Ja, wo ist denn das Problem? Das ist doch umso besser. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob meine Gefühle für Victoria nur gespielt oder echt sind. Und das macht dir Angst? Ja, schon. Ich habe Angst, dass ich Liebe mit Mitleid verwechsel. Wie kann ich das rausfinden? Wahrscheinlich wirst du das erst ganz sicher wissen, wenn sie wieder gesund ist. Du meinst, so lange muss ich mit dieser Unsicherheit leben? Ich fürchte ja. Es geht hier nicht so sehr um die große Liebe, Simon. Es geht um Nähe und um Zuwendung. Dein Mitgefühl für Frau Tarischs Situation gibt ihr Kraft. Mitgefühl, nicht mit Leid. Das ist ganz wichtig. Lass dich von diesem Gefühlstrudel nicht runterziehen. Du kannst keinen Menschen aus dem Sumpf holen, wenn du selbst hinabsteigst. Ich hoffe, ich stecke nicht schon längst drin. Ich werde alles tun, damit Victoria bald gesund ist. Sie hat Glück, dass sie einen Freund hat wie dich. Danke für deine Hilfe. Ach, das ist doch selbstverständlich. Nein. Nicht bei uns beiden. Simon, noch was. Wenn du zu Frau Tarisch gehst, dann lächle genauso. Nicht so leicht. Ich weiß. Ich habe doch gerade erst mit Ben gesprochen. Und er hat mir gesagt, dass ich nicht seine Mutter bin, dass dieser Gentest negativ war. Aber verstehen Sie denn nicht, warum er lügt? Nein! Spornheims Mutter ist vor kurzem gestorben. Dann erfährt er, dass sie nur seine Stiefmutter war. Und plötzlich begreift er, warum er sich ihr nie nahe gefühlt hat. Inzwischen sind sie am Fürstenhof aufgetaucht. Und sofort spürt er diese Wärme und Nähe, die er als Kind immer vermisst hat. Ja, da war immer diese Beziehung da. Er empfindet das genauso, denke ich. Ich habe es gespürt, aber ich wusste nicht warum und ich habe dem auch keine Bedeutung beigemessen. Er schon. Und er hat nachgeforscht. Und er hat herausgefunden, dass Sie seine leibliche Mutter sind. Aber warum hat es mir denn nicht gesagt? Hat er kein Vertrauen zu mir oder wirft er mir vor, dieser Barbara vor, dass ihn zur Adoption... Er hat Angst um Sie. Wenn Ihre wahre Identität bekannt wird,
Dann gehen Sie als Barbara von Heidenberg für viele Jahre ins Gefängnis. Die da so vor mir stand und mich gefragt hat, ob der Gentest wirklich negativ war. Ich wundere mich sowieso, dass du deine Mutter da noch anlügen konntest. Was hätte ich denn machen sollen? Sie darf nicht erfahren, dass sie meine Mutter ist. Das würde sie nicht verkraften. Hat sie dir die Lüge wenigstens abgenommen? Ich weiß nicht. Ich fürchte, das alles geht nicht mehr lange gut. Glaubst du, dass sie dahinter kommt, dass sie mal jemand anderes war? Verliere ich zum zweiten Mal in kurzer Zeit meine Mutter. Diesmal die echte. Sie war mir von Anfang an irgendwie nahe. Ganz anders als meine Stiefmutter. Dass die Wahrheit jetzt vielleicht ans Licht kommt, das kannst du nicht verhindern. Aber das Ganze hätte auch etwas Gutes. Du müsstest dich nicht mehr verstellen. Du könntest deiner Mutter endlich zeigen, wie wichtig sie dir ist. Ja. Durch eine Glasscheibe. Denn dann ist sie im Gefängnis. Ben, es ist doch noch gar nicht sicher, dass sie ins Gefängnis müsste. Du hast gut reden. Um deine Mutter geht's ja nicht. Ja, du hast recht. Entschuldige. Natürlich will ein Teil von mir, dass ich Silvia endlich die Wahrheit sagen kann. Du meinst Barbara. Silvia, Barbara. Wer ist denn nun meine Mutter? Die kaltblütige Mörderin Barbara? Die liebevolle Silvia? Also ich glaube ja, dass ein Mensch immer eine gute und eine schlechte Seite hat. Und deine Mutter ist halt halb Barbara und halb Silvia. Und dann, wenn sie erfährt, dass sie Barbara ist, wird sie dann so, wie Barbara war? Nimmt man ihr dann nicht eine Chance, ein guter Mensch zu bleiben? Ben, du hast alles Menschenmögliche getan, um zu verhindern, dass sie erfährt, wer sie ist. Weil ich sie schützen wollte. Ja, aber wenn die Dinge jetzt ihren Lauf nehmen, dann kannst du das nicht ändern. Und ihr beide müsst lernen, mit den Folgen zu leben. Zimmerservice? Schön, dass du ein bisschen Zeit für mich hast. Du hast ja deinen alten Tee noch nicht mal getrunken. Ich wollte einen frischen, und zwar von dir. Oh. Madame stellt extra Ansprüche. Na klar. Es ist unglaublich, wie lieb ihr euch alle um mich kümmert. Das ist selbstverständlich. Nein, das ist es nicht. Simon und du, ihr gebt mir so unglaublich viel Kraft. Das ist mir erst klar geworden, als ich allein im Krankenhaus lag. Mein ganzer Mut war auf einmal weg. Ich habe mich total hilflos verlassen und schwach gefühlt. Das bist du aber nicht. Ich bewundere dich dafür, wie du das alles anpackst. Für deine Stärke. Dazu, wenn du dich hier im Fürstenhof besser fühlst als in der Klinik, dann ist es okay. Nichts ist okay. Das ist die Hölle.